Hello, hello, hello. What gate? Tür mit Bleischicht. Ja, heute gucken wir uns mal an, wie wir Korrosionskarbonglasfaser. Baumbonbons brauchen wir. Okay. Also, wir holen uns die Stahlsachen und ich guck mal, ob ich eben noch eine. Die hier. Dankeschön, Emitty. Thank you. Danke fürs Folgen. Rüsten wir das Auto erstmal aus. Oh. Wieso ist da ein Streifen? Ach, weil das die Rücktür ist. Was ist im letzten? Panzerte Tür? So. Und dann
reparieren wir das hier. Mechaniker-Set. Sumpfkorallen. Kann ich eigentlich nachgucken, ob man das Auto per Ducken, Sprinten, okay, Steuerung Auto. Schade, das geht nicht. Da hatte ich was gesehen. Moment. Sortieren Set. Ich tank noch mal eben. So. Ups. Rennen. Wollen wir hier oben hin oder? Ich glaube, ich erkunde die drei hier oben. So, ich will jetzt aber eher Richtung erstmal Ressourcen sammeln. Aber was ich cool fand war... So. Ooh.
Okay. Hilfe. Das sollten wir schnell abdichten. Komme ich da irgendwie hoch? Verdammt. Okay, also zurück auf die Straße und in die andere Richtung.
Oh. So. Hier geht's. Oh Gott, oh Gott. Hilfe. So. So. So, hier kann ich jetzt auf die Suche gehen nach genau sowas da. So. Oh.
So. Oh Gott. Okay. Oh Gott. So. Wieder zurück. Opa. Okay. Oh, hier wollte ich hin. Oh, vielleicht nicht hier. Oh, die muss ich ersetzen. Okay. Ah, das ist blöd.
Gott, oh Gott. Oh. Damn, before I let anything destroy my professional credibility. And this remnant is my last chance to know if what I saw was true. If it came from the well, or if it was all in my head. God, oh God. The things we spoke of. Things I couldn't have made up. Never mind. I know how it sounds. Like you've seen a ghost. Suppression method. We'll stand some chance of halting the gamma ray burst from the well. 30 years later, my late husband still manages to impress. They're figuring out how to keep you alive once the reaction gets going, however. That's harder. But I have an idea. Francis, I need your ear. Go on. We know that as soon as the car gets to the well, the trigger will be instant. Whoa. Once this remnant expends its energy, gamma radiation will erupt from the well, and the driver will be at ground zero taking the worst of it. But can we activate the gateway as soon as they make contact? It's tricky. Too early, and we may interrupt whatever reaction process the remnant carries out. Too late, and it's bad news for the driver. There's too many unknowns. Only the driver will know the right time to use it. How can you be sure they'll live long enough to make that call? The ARC device has been transmitting data every single second since it was installed. Every drop of fuel, every spark plug that car's lit, I have on record. You've been running an experiment this entire time, with the driver as the guinea pig. The mere act of being alive is the biggest experiment of all, dear. Is that another one of Alan's sayings? That one's all mine. Driver, we've seen that car protect you this entire time. It's triggered a gateway in your time of need. It's ferried you back to the garage through every circumstance and obstacle and bump in the road. So we can trust that it'll protect you long enough to get you away from whatever and wherever you end up. Still sounds like a heavy dose of blind faith to me. Could be. Oh, there's one last part to this, and it's waiting for you back at the auto shop. Take your time. Enjoy the view. Buh-buh-buh.
Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, falsch gefahren. Oh Gott. Oh. Baum umgefahren. Auf geht's in die... Oh Gott, nächste Map. Gott, oh, Hilfe. Hoppala. So, jetzt will ich mal den Magnethammer ausprobieren. Ey! Freunde! Oh Gott, ich habe einen neuen Hammer. Und der kann anscheinend irgendwas magnetisch machen. So sieht er aus. Und er ist ein mächtiger Plasmahammer mit Magneten. Mal gucken. Ey. Hilfe, ich will doch nur den Hammer testen. Jetzt nochmal. Und. Oh. Okay. Schade, ich dachte, der ist magnetisch. Also, dass ich die Sachen einfach einsammle. Das waren diese Bonbons, da brauche ich noch ganz viele von. Und ich habe keinen Staubsauger mehr.
Vielleicht finden wir davon ja noch mehr. So. Weiter geht's. Aber diese Sachen helfen echt ungemein, den Fortschritt voranzutreiben. Und diesen Baumbonbon brauche ich einfach aus dem Grund für diese Korrosionsschutzdinger. Und damit ich die upgraden kann. Ja. Aber es ist natürlich hart nervig. So. Aussteigen. Wow. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe! Das war anstrengend und überraschend. Oh, was ist das denn?
Schimmelballon. Cool. Ups. Alter. Ey, loslassen. Ich repariere noch mal eben Ich habe nichts zum Reparieren da. Dann wird's abmontiert. Okay. Los geht's. Bisschen zurück. Und los geht's. Auf zurück. Ja, auf jeden Fall. So, und rein geht's. Guten Abend erstmal. Ja, ich bin gerade voll am Testen mit meinem Stuhl am Testen. Ups. Bin ich mittlerweile aus dem Bildschirm rausgewachsen oder geht das noch? Nee, das geht noch. Aber ich kann mich geil weit zurücklehnen. So.
Oh. Okay. Das ist gemein. Ja, ich glaube, die Krankenkasse wird mir den Vogel zeigen und sagen, das kannst du schön selbst bezahlen. Wenn du dich so blöd anstellst, bist du selbst schuld. Ja, einfach kommentarlos als E-Mail-Anhang rüberschicken. So von wegen zu ihrer Information. Oh ja. Wäre natürlich dann auch vom Vorteil für mich. Thank you.
So. Damit ist das repariert. Ein Abdichtkit. Okay. Nice. Ist ein bisschen was, ne? Ja, das war doch Absicht von dir, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das Böse findet seinen Weg, muss ich sagen. Genau das habe ich gemeint. Oh.
Yeah. Leiterplatten, 2 Stück. Okay. Oh, nice. Damit kann ich schneller forschen. Also, holen wir uns 2 Leiterplatten. Was brauchen wir denn für ein Limb-Chip? Oh, Olympium-Fragment. Oh. Oh Mann. Okay. Bleischicht. Machen wir das hier, was ist hier drin? 6. Okay.
Ich finde es schade, dass man nicht angezeigt bekommt, dass die lackiert worden sind oder so. Glaube ich, investiere ein bisschen was in einen Schweißbrenner. Ja, das sollte passen. Nice. Ich bin gespannt, wie weit ich springen kann mit dem Map-Upgrade. So.
Oh, Lenkrad. Oh oh, die will ich nicht. Weg. Oh. So. Nice. Nehmen wir die zwei mit und fahren dann in die nächste Straße. Okay, da geht's also nicht rein. Oh.
Oh. Das sieht irgendwie suspekt aus. Notice RED. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach, hier darf ich nicht lang.
Hilfe. Ist das creepy. Das ist creepy as fuck hier alles. Habe ich irgendeinen Beifahrer? Nein. Da wäre ich jetzt gerade von ausgegangen. Oh, guck mal. So, hier bin ich. Will ich jetzt hier reinfahren? Beschädigter Anker links, rechts entfernt.
Schrott gegen Magneten. Holen wir noch ein paar Magneten. So. Oh. Tropfen, okay. Labelle. Oh, eine Lötlampe. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dass ich hier auch nichts finde, was irgendwie rätselhaft ist. Sondern einfach nur, alles ist hier ziemlich stürmisch. Oh, ein LKW. Bäume?
Oh. Die Dunkelheit hier ist echt creepy. Der hat meinen Staubsauger geklaut.
So, jetzt habe ich den Staubsauger verloren. Das ist blöd. Thank you.
Huiuiui. Okay, das war creepy. So. Oh Gott. Hilfe? Okay. Jetzt noch Kaffee trinken. Okay. Krass. Ja, aber kann ich verstehen. Fresh new upgrade waiting for you, driver. Straight out of the oven. Thank you.
So, was habe ich denn hier jetzt bekommen? Schrottwagen. So. Oh Gott, ist sie groß. Okay, ich sollte die doch mitnehmen.
Zwei Leiterplatten. So, das nächste Upgrade. Oha. Oha. Was ist das hier eigentlich? Und hiermit kriege ich Ereignisübersicht, okay. Runs without accidents. Okay, cool. Magneten und Explosion. Stärkere Explosion. Hier will ich hin.
wir jetzt die Stahlpanzerung mitnehmen. So. Alle schön mitnehmen. So, die beiden Sachen will ich als erstes, weil da ist der Streifen drauf. Dann sollte das passen. Nice. So, aber was ich jetzt noch mal eben gucken wollte, ist... Ach, verdammt. Okay, Sumpfkorallen sind wohl sehr wichtig. Was ist denn der Überlader? Den Überlader mitnehmen. What do you think, Francis? It could work. It will work. We don't know anything about the well, but the driver doesn't have to go in completely empty-handed. You're removing the arc device's limiter and overloading its charge capacity. Right. So no matter how much energy the car's getting blasted with, the arc will be able to overpower it to open a gateway. It's the only way to extract the driver from whatever's going to happen at the trigger point. And then we use Allen's suppression technique to keep the whole thing from completely exploding. This sounds like a lot. Octavice Mart's looking good.
now, then head out and overcharge it. We'll give you instructions when you're en route. Wo fahre ich jetzt am besten lang? E6. Die Sachen doch mindestens mal mit. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Alter. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommt dann Sturm. Wow. So. Schön durch den Wald. Ein bisschen das Achievement jagen.
Gott. Alter Schwede. Das ist hier echt Slalom und nirgendwo gegenfahren. Ei. Oh. Gott. Hier ist es wirklich verrückt. Wow. Oh Gott. Hi. Die komplette Tür ist Schrott. Hier ist ordentlich was los. Hui. Wow. Alter. Okay. Ach, Gott sei Dank haben wir jetzt diese Welt geschafft. Hilfe.
So, wo ist die Antenne? Da. To knit together old records and eyewitness accounts to form some fabric of the true story. Whoever's job it was at ARDA to suppress stories did a really good job. What they did to keep that sheer number of people from talking, and then to smear the stories that did come out, was a masterstroke of obfuscation. Unfortunately for ARDA, the cases that made it all the way to court became public record. And the facts were these. ARDA played nice at first with a generous relocation package. They offered cold, hard cash and built sprawling housing complexes in nearly every state to resettle the former residents. These new communities were built as idyllic, white picket-fenced neighborhoods where you were sure to be surrounded by all-American families who shared your same values while enjoying the benefits of government-subsidized grocery stores, school districts, and manicured public parks. Not a bad deal from the looks of things. When it came to the holdouts, the people who wouldn't leave for any amount, things got ugly. But in the end, the government won out, as it always does. And while the government has the sovereign right to seize private property, the Fifth Amendment mandates just compensation be paid for it. But it doesn't specify when or how this compensation be made. And many defenders ended up with nothing through good old loopholes and bureaucracy. But the chilling thing is, those left with empty pockets consider themselves lucky. Here's a saying they mutter amongst themselves under their breath. And at least they had the luck to not live in Sierra. Oh, hohe Strahlungsintensität. Das hier schon wieder crazy. Oh, da ist noch einer.
Oh, der Sturm kommt. Und ich kann mal eben laden. Ja, Batterie ist immer gut. Oh. Schon komplett leer. So. Den Weg kann ich eigentlich zu Ende fahren. Oh Gott. Hilfe. Was hier alles passiert, ist unglaublich. Also die ganzen Anomalien, die hier einfach so hochpoppen. Beschreibt das ganz gut mit, das ist alles ein wenig verrückt. Oh oh. Und rein hier. Normaler Entführer. Okay. Oh, was ist das denn? Na komm. Okay. Schade. Den hätte ich gerne aufgenommen. Limmagnetisierer gescannt, das ist schon mal gut. Thank you.
Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Das ist schon ein bisschen. Ich will jetzt aber das Quantit holen. Ah. Oh. 3 Meter daneben gesetzt.
Oh, guck mal hier. Da ist sogar noch mehr. Das kann man wirklich gut gebrauchen. Verliere ich hier auch noch den Anker. Den Staubsauger. Ja, in der Zone der Verstrahlten gibt es jetzt neues Material, was man hier abbauen kann. Die Olympiumader. Und jetzt ist unser Hammer kaputt. Ich weiß nicht, ob wir einen nachbauen können. Okay. Oh. Mir fehlt eine Glasscheibe. Und kann ich das irgendwie... Oh mein Gott. Ja, nee. Nee, okay. Schade. Deswegen haben wir jetzt nicht genügend Sachen einsammeln können, weil wir keinen Hammer mehr haben. Okay, oh Gott. Dann kämen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder mit mehr Hammern und machen das dann ordentlich. Oder wir gucken jetzt hier, ob ich hier noch was finden kann. Uiuiuiuiui. Ich brauche Glasscherben. Kann ich jetzt noch ein paar holen? Das ist schon mal sehr nice. Oh, was ist das? Purzelbombe? Oh Gott, oh Gott.
Okay, aber hier kann ich... Oh mein Gott, dauert das lange. Okay, lassen wir. Das verschwendet nur sinnlos Ressourcen. Das können wir aber gleich noch mitnehmen. Oh Gott. Wie komme ich denn? Ah, hier. Lass mich los. Ich habe kein Benzin mehr, es ist Sturm. Ich fahre überall gegen, das ist... Und alles blinkt rot. Also super. Und wir sind in der roten Zone. Und sie wird immer kleiner, die ist genau hinter uns. Ah, geil. Das war schön. Ups. Sorry. Ist umgefallen. So, Blitzableiter auch noch.
So. Das können wir auch wegbunkern. Reparaturset und Absicht. Uiuiuiui, das war eine anstrengende Tour, würde ich sagen. So, und den hier auch noch. Und dann sind hier alle Sachen, Anbauteile und. Eigentlich repariert. Außer die Windschutzscheibe, die müssen wir noch eben. Okay. Das sah bescheuert aus. So. Das alles weg. Danke.
Alle Anbauteile wurden repariert. Aber ich glaube, ich hole mir jetzt den mit 3 Limb-Chips. Weil das hier ist ein Verkaufsautomat. Den will ich mir mal angucken. Ein Printomat. Okay. Was zur Hölle? Ups. So. Aquarium kann man ja mal bauen, ne? Sind das fette Kartoffeltierchen? Also das Dan, Ned und Jade. Okay. Ich kaufe hier echt nur komische Sachen. Aufgemotzter Feinausfall. Also die hier will ich haben. Okay, die Geländereifen sind aktuell die besten. Aber das erforschen wir einfach mal. Dann haben wir nämlich die Reifen komplett durch. Olympid. Damit haben wir eigentlich... Fehlt nur noch die Stoßstange. Glänzende Baggeranomalie. Benzindachreservoir. So, damit haben wir auch sämtliche Batterien freigeschaltet. Ach, den Motor können wir auch noch eben.
Sumpfknollen. Biolaterne, Lymphschild. Gott, ist da viel drinne. Oh, die könnte ich gebrauchen. Die kann ich auch gebrauchen. Oh, ich kann eine bauen. Plastik. Eine noch. Und irgendwas habe ich damit doch hier jetzt freigeschaltet. Hey, oh ja. Okay, damit haben wir die letzte Stufe von dem freigeschaltet. Plasma und Leiterplatten. Sumpfeier und Limbchips, 4 Stück. Oh, 20 Plastik. Kann ich irgendwie das hier? Oh. Ja, aber die streamen wenigstens was Interessantes, würde ich sagen, ne? Im Gegensatz zu mir. Oh. Kann man das irgendwie zerlegen? Wenn ich jetzt eine V... Wenn ich ein Zahnrad habe, sehe ich dann irgendwas, wie ich das zerlegen kann? Nee.
Oh mein Gott! Lol. Ja, dachte ich auch, aber gibt's nicht. Jetzt fehlt mir 13 Plastik und beschädigte Energie, aber das ist schon mal in Ordnung. Ich kann aber einen großen Anzug bauen. Ich könnte natürlich hiervon ein bisschen was zerlegen. Aber das lasse ich lieber. Ich könnte nach hier fahren, dann hier rein und dann hier hoch. Oh, ich wollte mal gucken, was man braucht für den Motor mit Lim... Oh, mit Sprengstoff, Olympid-Fragment und Limb-Chip. Und da kriegen wir einen 103 Pferdestärken. Und ich habe gerade den hier. Fast 100 mehr. Nitro-Antrieb hört sich auch lustig an. Powergrip-Reifen. Okay, die kann ich dann wahrscheinlich aktivieren und dann bin ich schneller unterwegs. Paddelreifen. Das wäre für Erkundungssachen ganz interessant. Oh, verdammt.
So. Show. So. Ich werde jetzt Feierabend machen. Heute ein bisschen früher. Genau. Morgen kann ich leider nicht streamen. Oder da muss ich mal gucken. Ich habe Krankengymnastik um 20 vor 7. Und dann muss ich mal gucken, wann ich zu Hause bin. Vielleicht machen wir noch irgendwas Kurzes oder so. Ja, dann auf jeden Fall eine gute Nacht, einen entspannten Abend noch, ne? Und dann sehen wir uns vielleicht morgen. Wie gesagt, ich habe morgen Krankengymnastik. Da bin ich vielleicht um 7:30 zu Hause. Und da muss ich mal gucken, ob ich dann noch streamen will oder nicht. Und danke wünsche ich dir auch. Und dann auf jeden Fall schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.